Ja, schönen Dank, dass ich hier sprechen darf. Und es ist natürlich extrem schwer, jetzt hier einen Anschluss zu finden. Ich fühle mich an die Zeit zurückversetzt, als nach dem Zweiten Weltkrieg auch unsere Städte zerbombt waren, die Menschen in den Städten nichts zu essen hatten und sie aufs Land gegangen sind, bei den Bauernfamilien Unterschlupf gefunden haben und die Bauern haben das Brot mit ihnen geteilt. Das sind die gleichen Bauern, die Bauern nachkommen, wogegen teilweise immer wieder demonstriert wird. Gut, Arten- und Heimatschutz, eine ganz wichtige Geschichte. Muss ich mal gucken. Wir wollen ein Projekt machen, das nennt sich Arten- und Heimatschutz im Lichtenauer Land. Lichtenauer Land ist eine kleine Gemeinde, eine kleine Region mit 15 Dörfern und einer Gemeinde. Nach dem Wunder von Bern erlebten wir das Wunder von Bayern, wo der Politik der Auftrag erteilt worden ist, mehr für den Bienenschutz zu tun. Und gemeinsam gestalten wir das Wunder von Lichtenau und organisieren einen Arten- und Heimatschutz. Zum Beispiel den ökologischen Landbau schneller und weiter zu entwickeln, war eine Konsequenz aus Bayern. Nicht 20% sollte das langfristige Ziel sein, sondern Herr Söder hat gesagt, nein, 30, da müssen wir hin. Finde ich gut und schön, aber ich finde es viel wichtiger, dass wir es schaffen, den konventionellen Landbau naturbelassener zu gestalten. Wir haben heute den Thilo hier gesehen und das sind die Menschen, die demnächst den Bauernverband führen werden und mit dieser neuen Generation haben wir eine Chance. Der ökologische Landbau wird immer als Lösung gehandelt, aber ich sehe, dass er sich aufteilt, einmal in ein Profit-Bio mit einem Bio-Hochertragsniveau, mit sauberen Einzelkulturen, aber mit geringer Auswirkung auf den Artenschutz. Auf der anderen Seite sehe ich auch die Chance für ein Öko-Bio mit deutlich geringeren Erträgen leider, aber mit Mischvegetation aus Vermarktungsfrüchten und Unterstützern. Und wir sind in der Lage, die Rückbesiedelung in der Fläche mit den Arten wieder vorzunehmen. Das Öko-Bio wird maßgeblich vom Kooperationsgedanken mit der Natur geprägt und stellt heute schon einen Großteil des Ertrages dafür bereit. Wir haben in Lichtenau in der Stromversorgung die Energiewende geschafft. Wir haben ein Schulungszentrum bekommen von Enercon. Ich glaube, dass wir auch von Lichtenau eine Landwende organisieren können. Und dazu brauchen wir dringend mehr Initiative und Unterstützung im Schulungsbereich. Wir brauchen für diese Landwende auch einen Schulungsbereich, damit solche Leute wie der Thilo nicht entmutigt werden und wieder zurück umstellen müssen, weil es ihnen an Hilfestellung fehlt. Für diese Zielsetzung ist unser Panda-Bär die Feldlerche. Und zwar hat der NABU die Feldlerche zum zweiten Mal schon als Vogel des Jahres ausgerufen. Wir haben noch schützungswerte Bestände. Wir möchten eine enkeltaugliche Landwirtschaft mit einem enkeltauglichen Artenschutz kombinieren für Mensch und Natur. Dazu müssen wir eine Interessensgemeinschaft bilden. Federführend müssen die Bauern sein. Wir brauchen die Unterstützung der Umweltschützer. Wir brauchen Maschinenbauern mit anderem Denken. Wir brauchen den Handel und die Verbraucher dazu. Und wir brauchen auch solche Gruppen wie Lidl, die jetzt mit einsteigen und von denen wir persönlich dieses Jahr schon profitieren konnten als Bio-Lieferanten. Wir wollen nicht mehr von den Behörden gegängelt werden. Wir wollen höchstens noch mit behördlicher Begleitung schützen, unterwegs sein wollen. Eine erste Vision ist entstanden, und zwar der Lerchenpark Lichtenauer Land als e.V. zu gründen. Hier ist das erste Logo. Dieses Lerchenbündnis soll das Überleben mit den Bauernfamilien kombinieren. Das eine geht nicht ohne das andere. Eine Minute, dann mache ich Schluss. Konventionelle Lerchenfenster bringen nicht viel, weil hier fehlt etwas, nämlich die Ernährungsgrundlage. Hier sind keine Insekten mehr. Hier fehlen die Windkräuter, damit die Tiere ihre Jungen hochkriegen. Wir wollen eine Art Field-Sharing organisieren, wo wir zeitlich bedingt den Acker mit den Kooperationspartnern, mit den Lerchen teilen. Ich klicke das nur so durch.
So sieht ein Ackerbau aus, den könnte ich noch erklären, aber die Zeit läuft mir davon. Ein erstes, weiteres tolles Projekt ist uns gelungen unter dem Gesichtspunkten die Natur, die Landschaft zu nutzen, sie gemeinsam zu schützen und gemeinsam zu leben. Hier ist ein Porree-Bestand uns gelungen, der komplett in einer Wildkraut-Begleitflora entsteht. Keine künstliche Samen, Standort angepasst. Hier haben die Bienen sofort was zu fressen. Die Finanzierung überspringe ich. Lasst uns gemeinsam starten. Wir wollen den Lerchenpark Lichtenauer Land gründen. Le, li, la. Beatrix Egli formuliert es: Leben, lieben und wieder lachen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. So, ein harter Job hier.